Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. Oh, Alof hat eine Wunde, sehe ich gerade. Ja. Wir sind im Botenwacht-DLC angekommen, beziehungsweise Beast of the Winter. Und lustigerweise haben wir einen empfohlenen Begleiter, der eigentlich gar kein Begleiter ist, sondern eigentlich nur so ein Hilfs- Banause. Was aber auch nicht schlecht ist, so kann ich sie wenigstens mal ableveln. Unsere Bleichelfin, die ich irgendwo aufgelesen hatte. Das war in der Kataka in dem Beseelerturm, ja genau. Ja, ein Kurier brachte mir eine mit dem Emblem des Auerochs und versiegelte Schriftrolle aus Leder zu meinem Schiff. Ich sollte sie lesen, wenn ich die Gelegenheit dazu habe. Eine Gruppe, die sich Boden der Dämmerung nennt, hat mich zu einer Festung mir zu Ehren eingeladen. Ich weiß nicht, wer sie sind oder wofür sie mich genau feiern wollen. Wenn ich es herausfinden will, muss ich zur Botenwacht reisen, dem Außenposten der Truppe, der Gruppe in der Toten Scholle. Ein sich ausdehnender Eisberg in der südlichen See. Ja, da sind wir gerade auch. Und wir müssen Charakter wechseln. Was ist denn sie eigentlich nochmal gewesen? Dass ich weiß, wie ich rauslegen kann. Dumm, die dumm. Ja, Ladezeiten. Ja, schon gut. Sie ist ein Medium, also dasselbe wie Seraphin. Und ich muss leider sagen, dass sie sehr aussieht wie ein Vampir. Aber sie ist halt eine Bleichelfe. Dies ist normal, dass sie bleiche Haut und rote Augen haben. Und natürlich wie Elfenspitze Ohren. So, für sie brauche ich Level-Ups. Wie sieht's mit ihrer Ausrüstung aus? Sie führt einen Rapier. Kriegt sie mal von mir einen besseren Rapier und einen kleinen Schild. So. Mehr Gesundheit. Sie hat nämlich sowieso nicht viel, aber das liegt daran, dass sie noch nicht aufgelevelt hat. So, was könnte ich ihr noch geben? Was Rüstungsmäßiges. Allein das Ding hat schon mehr Rüstung als ihrs und das ist nur eine gute Robe. Ich könnte ihr eine außergewöhnliche Robe geben. Die sind hier. Aber irgendwas in der Richtung sollten wir doch finden können. Gute Lederrüstung, eine gute Rohrhautrüstung. Nee, nicht unbedingt. Gute Brigadine, guter Schuppenpanzer. Bescheidenheit, Nee. Ja, valialischer Mantelrock haben wir auch hier welche. Ah, Tiger Bosson. Eine Lederrüstung der Prinzipi vielleicht. Oder wir lassen die einfach mal das an, was sie anhat und gut ist. Weil ich glaube, so sehr werden wir sie auch nicht brauchen. Gut.
Level up. Athletik. Metaphysik von mir aus. Fähigkeiten. Ja, Durchschlagskraft erhöhen. Ja, was nehme ich denn? Zusätzliches Waffenset. Unbewaffnete Angriffe. Nee, dann erstmal die Durchschlagskraft verbessern. Nächstes Level up. Noch mehr Athletik. Und jetzt mal Tiefblick. Größerer Schadensbonus. Schnellerer Fokusregeneration, das ist immer gut. Das Medium, das die Willenstärke des Ziels gegen das Ziel selbst traut, die Mentor seine Entschlossenheit, um die Inspiration standhaft zu erhalten. Ja, nehmen wir das, da klingt nicht schlecht. Nächste Level up. Noch mehr Athletik erstmal. Das will ich auf 4 haben. Ja, Psychoklingen sind immer gut. Kleines Schild. Nächstes Level up. Nochmal Athletik. Bluff von mir aus. Wieder 2 Punkte. Erhöht die Tapferkeit, Verteidigung, erhöht Reflex. Beschwört einen Vergessungsschlag herauf, der einen Feind betäubt, wenn er auf die Willensverteidigung des Mediums abzieht. Gewährt beim Kampfpickel Konzentration. Durchschlagskraft, ja, warum nicht? Und der Puppenspieler, den fand ich immer recht nett beim Medium. So, dann das nächste Level up. Seelenentzündung gegen den Brandstecken ist immer gut. Mehr Metaphysik. Startfokus, maximaler Fokus des Mediums erhöhen sich, das ist auch immer gut. Verstandslanze, lautloser Schrei. Das Ziel betäubt vom Feind hinter die Reihen Schaden erleiden und unterbrochen werden, das ist nicht schlecht. Mehr Metaphysik. Mehr Arcana. Versieht ein Verbündeter einen Metallsperr gegen seinen Sperrzug, wird ihm die Inspiration Robustheit. Das ist auch gut. Stilett passt zu ihr. Arcana und mehr Tiefblick. Mehr Lebenspunkte für sie und Medium gehorchen ist auch gut. Zusätzlicher Fokus, das ist auch immer nicht schlecht. Ja, sie aufzuleveln dauert eine Weile. Erhöhte durch kritische Treffer verursachten Schaden. Genauigkeitsbonus, ja, gegen Wille. Auflösung, verstärkte Wellen. Geistesplage, die ist auch nicht schlecht. So. Und das war's auch schon mit ihr. Und wir können in die Botenwacht reinmarschieren. Und kriegen einen gleich mal grotesken Anblick. Ein nass klingender, schwerer Schlag richtet deine Aufmerksamkeit auf eine Gestalt, die oberhalb dieser eisigen Klippen steht. Das Licht wird von der Spaltachs zurückgeworfen, die ihr über dem Kopf bereitet. Die Klinge schickt einen Bogen nach unten und verursacht einen feinen,
roten Nebel, der in der kühlen Luft zu hängen scheint. Der Gestalter richtet sich auf, als sein Blick auf dich fällt und zeigt mit einem einzelnen ausgestreckten Finger einer blutverschmierten Hand auf dich. It is you. Come at last. Bote Hafjord, du bist endlich gekommen. Du bist es. Endlich bist du gekommen. Ich bin es. Wie nett von dir, das zu bemerken. Ich grüße dich. Lass die Waffe sinken, sagt ich. Sie grüßt dich. Stay in Hayim Kamori, Brother. Was? Fein Hemikumur. Ein orthomanischer Gruß, der sich wörtlich mit "Ich bin froh, dass du es zurückgeschafft hast" übersetzt lässt, hä? Auspices of a visitation and the return of the Dusk Speaker? Truly a day of glory, this! Anzeichen einer Erscheinung und die Rückkehr des Dämmersprechers. Wirklich ein Tag des Ruhmes heute. Truly I hear the call of winter. Wahrhaftig, ich höre den Ruf des Winters. Ich weiß so weh von dem, was du da redest, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Was ist der Ruf des Winters? Hast du mich gerade den Dämmersprecher genannt? Erscheinung, sprichst du von mir? Was ist der Ruf des Winters? You know, the final chorus. The lure of nothing? The dusk of being? Du weißt schon, der finale Chorus, die Verlockung des Nichts, die Dämmerung des Seins. Auch nicht schon wieder, das hatten wir doch schon in den Zwillingsulmen. The part in each of us that knows when the end is coming. That point after which struggle is meaningless and what remains is only prelude to naught. Der Teil, in dem jeder von uns, der weiß, wann das Ende naht, dieser Punkt, nach dem jeder Kampf bedeutungslos ist und was bleibt, ist nur das Vorspiel für nichts. Vatnir, our mentor, foretold your coming. He described you perfectly from toes to top. Praise be to Rimmergand. Vatnir, unser Mentor, hat ein Kommen angekündigt. Er hat dich perfekt beschrieben, von Kopf bis Fuß. Ehre sei Rimmergand. Ich schätze nicht, dass du mir etwas über diesen Eisberg erzählen kannst. Vatnir ist derjenige, der mir diesen Brief geschickt hat. Ich bin nicht an deinen Enden interessiert, glücklich oder nicht. Ich mache mich auf den Weg. Nehmen wir die Eis. Did you see the ships? We came on them. Back then, that was the extent of the ice. But now, it stretches to the horizon. It grows further each day. Hast du die Schiffe gesehen? Wir sind mit ihnen angereist. Damals war das Ausmaß des Eises. Aber jetzt erstreckt es sich bis zum Horizont. Es wächst mit jedem Tag mehr. Kommt dir das nicht problematisch vor? Why would it? Natürlich nicht. Warum sollte es das? Dann zeigen wir mal die Einladung. Vatnir ist derjenige, der mir diesen Brief geschickt hat. Der Mann schielt in Richtung des Papiers, bevor er kräftig nickt. Come in, Dusk Speaker, come in! Be sure to speak with our mentor Vatnir. He's down in the chapel in the middle of the settlement. Komm herein, Dämmersprecher, komm herein. Sprich auf jeden Fall mit unserem Mentor Vatnir. Er ist in der Kapelle in der Mitte der Siedlung. The Dusk Speaker has arrived! Botenherbst. Botenwacht, Spätherbst. Botenherbst. Botenwacht, Spätherbst. Okay. Finde ich schon mal sehr interessant. Rückzug der Boten. Aufstieg zum Felsen der Höhe. Gefrorene Fischerei, Braumeister neben dem Metzgerlager, Eisskulptur, Behausung der Boten. Behausung der Boten, okay. I always thought of the beast as having four legs. An aurochs, yes, but with the torso of a man. Moreafleisch. Einst ein nahezu ominöses Mal, ganz Todesfeuer. Die Nachfrage nach Walfleisch angeht noch mit der Einführung verlässlicherer Fleischquellen und dem Fortschritt im kommerziellen Fischfang. Bohora ist allerdings nach wie vor eine lebenswichtige Nahrungsquelle unter dem wandernden Huana. Also Walfleisch. Wait, what say? How can God have torso of man and body of orcs? He is a god. He can be anything. Was hatten die da? Okay. Ja. Ich habe mir die Bestie immer mit vier Beinen vorgestellt. Ein Auerochse, ja, aber mit dem Torso eines Menschen. Sieht aus wie ein Zentaurus. Genau. Moment, wie war das? Wie kann ein Gott den Torso eines Menschen und den Körper
Eides Auerochsenhagen. Er ist ein Gott, er kann alle möglichen Gestalten annehmen. Ja, er hat den Kopf halt eines Auerochsen. Botin Lexi.